Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play WWE 13. So, jetzt wieder zurück bei SmackDown Match 1. Der Great Khali gegen Justin Gabriel. Ja, das sollte eigentlich eine klare Sache für den Khali sein. Und Khali gewinnt. Zweites Match. Dolph Ziggler und Jack Swagger zusammen gegen Team Hell No, Daniel Bryan und Kane. Team Hell No gewinnt mal wieder. Also werden die wahrscheinlich vielleicht bald einen Titel auf die... Also eine Chance auf die Titel... Ach, eine Titelchance bekommen, so rum. Gegen Rey Mysterio und Sin Cara. Und die sind heute Abend auch im Match des Abends auf dem Plan. Und zwar gegen Heath Slater und Cody Rhodes. Das ist ein komisches Tag-Team, was sich da gebildet hat. Weiß ich nicht, ob das irgendwelche Folgen hat. Ja, und die gewinnen sogar. Also, Heath Slater und Cody Rhodes gewinnen. Und wir können ja mal eben gucken bei den News. Ah, gibt keine News. Sonst hätten wir gucken können, ob das jetzt vielleicht die Neugründung eines Tag-Teams ist. Viertes Match, False Count Anywhere Match, Christian gegen den Intercontinental Champion The Miz. Bei Cyber Sunday hat The Miz verteidigt und jetzt gewinnt er in diesem Non-Title-Match gegen Christian. Und jetzt kommen wir zum Hauptmatch, zum Main Event. Und da haben wir ein Hauptherausforderer-Match, Sheamus gegen Mark Henry. Das ist allein schon mal ein Match der Giganten. Nachdem wir als Luke Hano ja quasi, dem lieben Randy Orton geholfen haben. Jetzt wird ein neuer Hauptherausforderer bestimmt. Sheamus gegen Mark Henry. Keine Ahnung, wer da gewinnt. Und die Leute, die es noch nicht gesehen haben, guckt euch das Match an. Randy Orton gegen Sheamus, das war das Match, wo ihr bestimmen könntet, was für ein Match zustande kommt. Da habe ich als Gastringrichter agiert. Ja, da haben wir den Sheamus mal ein bisschen gescrewt, haben dem mal eben unseren TKO verpasst und da war mit Sheamus nichts mehr. Dann hat Randy Orton ihn gepinnt und wir hatten einen neuen World Champion. Und jetzt kommt halt der nächste Herausforderer für Randy Orton zustande. Entweder Sheamus, der dann quasi sein Rückmatch bekommt, oder halt Mark Henry. Ja, Sheamus, ich glaube, wenn wir dem über den Weg laufen, also wenn Luke Harano vor dessen Nase steht, dann gibt es erstmal einen Bro-Kick. Deswegen werde ich auch nicht mehr eingreifen bei SmackDown. Nachher haben wir da die große Fehde gegen Sheamus. Und der wird uns wahrscheinlich richtig fertig machen. Ja, Mark Henry, das ist sein erster Auftritt. Und ich habe das Gefühl, der ist wild entschlossen. Der will endlich wieder World Champion werden. Und Sheamus, der hat ja jetzt quasi seine Zeit. Und der muss jetzt erstmal wieder reinkommen. Ja, ich habe so das Gefühl, Mark Henry könnte das Ding gewinnen. Allerdings, wenn der Bro-Kick kommt, kann das auch ganz schnell vorbei sein. Da seht ihr das Hauptherausforderer-Match. Wir spielen keinen, natürlich. Also auf beiden Seiten. Wenn der World Strongest Slam kommt, ist es vorbei. Und andersrum, wenn der Bro-Kick kommt, ist es genauso vorbei. Wir werden sehen. Randy Orton nicht am Ring. Manchmal hat man das ja, dass dann der Champion sich an den Ring, also zu den Kommentatoren setzt. Aber bisher hält er sich fern vom Ring. Lässt es vielleicht auch erstmal auf sich wirken. Wäre natürlich mega geil, wenn jetzt wirklich, dadurch, dass wir da eingegriffen haben mit Luke Harano quasi, dass wir uns da eingemischt haben in diese Fehde, dass dann irgendwie wir darin involviert wären, dass jetzt, was weiß ich, gleich Luke Harano im Publikum erscheint und hier der große Brawl losgeht oder so. Ich weiß nicht, ob sowas gibt oder ob das überhaupt Folgen haben kann, dass wir uns da jetzt reingepackt haben in das Match, aber ich glaube eher nicht. So, und typisch, wenn ich wieder anfange zu reden, Schluck auf, jawohl. So, dann kommen wir jetzt mal zum Match. Ja, noch ist es so ein bisschen abtasten. Ja, das war auf jeden Fall nicht mehr abtasten. STO von Mark Henry gegen Sheamus. Ja, und der zeigt einfach mal einen Belly-to-Belly-Suplex. Ja, ist ja nicht schwer, der liebe Mark Henry. Kann man ja mal machen. Ja, Randy Orton, ich habe so das Gefühl, der kommt noch. Würde mich eigentlich wundern, wenn der Champion sich gar nicht mal zeigt in diesem Match. Es geht ja quasi um seinen nächsten Gegner hier. Man muss wirklich überlegen, wenn jetzt ein Mark Henry gewinnt, dann ist ein Sheamus raus aus dem Titelrennen. Dann hat er nicht nur seinen Titel verloren, er kriegt auch kein Rückmatch. Also Rückmatch, dafür muss er jetzt schon mal gewinnen gegen Mark Henry. Sonst ist das Rückmatch weg, dann war es das mit dem World Champion Titel. Aber ich schätze mal, Sheamus wird alles dafür geben, dass er wieder sein Rückmatch bekommt und vielleicht seinen Titel zurückholen kann gegen Randy Orton, wenn wir dann nicht eingreifen. Sah ja stellenweise richtig gut aus für Sheamus, muss man ja ehrlich zugeben. Nur ich wollte halt so ein bisschen mal eine Duftmarke setzen mit Luke Harano, so zeigen, ja, ich bin hier. Das konnte man natürlich mit dieser Einmischung sehr, sehr gut machen. So, komm hier, schön in die Beine von Mark Henry. Klar, dass Sheamus da jetzt auf die Beine und Arme geht. Was hat Sheamus vor? Hall of Painful Inductee, weil ich hab's nicht ganz lesen können.
Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Sheamus gegen Mark Henry ein High Cross zeigt. Also das sind ja hier schon die äußersten Aktionen oder der Belly-to-Belly eben. Aber wie will der gegen Mark Henry ein High Cross zeigen? Da muss er schon den Bro-Kick auspacken. Bisher haben wir den Bro-Kick ja noch gar nicht gesehen. Also Wade Barrett, der ist scheinbar ganz raus aus dem Titelrennen. Aber ich weiß nicht. Vielleicht kommt er ja nochmal. Aber man weiß ja nie beim WWE-Weltmodus, was der sich hier noch einfallen lässt. Dann steht auf einmal ein ganz, wie bei uns, als wir da gegen Road Dogg gekämpft haben, mit Lucarano bei Breakdown, als auf einmal Triple H einfach neben uns stand, so ohne Grund. Und viele dachten ja, also ich habe es in den Kommentaren gelesen, von wegen, das wäre, weil ja Road Dogg und Triple H mal die Generation X, also so diese Verbindung war. Ja, aber das war ja eigentlich nicht, weil schließlich hat Triple H sich dann bei uns angeschlossen in der folgenden Woche, also kann das nicht so sein. Der WWE-Weltmodus steckt halt immer voll mit Überraschungen. So, Sheamus, jetzt Irish Rib in die Ecke und Clothesline hinterher. Da kann auch einmal Henry nicht mehr stehen bleiben. Ah, Ansatz zum Back Suplex. Ja, also ich wundere mich, dass immer, ihr müsst mir das mal sagen, es gibt ja diese Gewichtserkennung. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Superstar bei einem schweren Superstar hier solche Aktionen zeigt, wie gerade, dass das dann mit einer anderen Aktion ersetzt wird. Aber ich habe das eingeschaltet und trotzdem zeigen zum Teil diese, also das ist ja unrealistisch, dass ein Belly-to-Belly-Suplex gegen Mark Henry, wie soll das denn gehen? Geht nochmal an Anfang des Videos, da dieser Belly-to-Belly-Suplex ist, ist doch unmöglich. Aber ich weiß nicht, keine Ahnung. So, jetzt nimmt er das Bein, ja, ist wieder die übliche Taktik. Wir greifen mal erst das Bein an, von diesen Heavyweights sowieso ja gut, weil all diese Big Show, Great Khali, Mark Henry, die hatten ja alle schon Knieprobleme in ihrer Karriere. Ist klar, wenn du immer da drauf fällst, immer die Belastung auf den Beinen, ist das irgendwann kaputt, das Knie. Vollkommen klar. Schön gekontert und Shoulderblock, ja, das haut Mark Henry, damit haut Mark Henry dann erstmal Sheamus aus den Socken. So, komm. Schön gekontert. Sheamus, du musst was zeigen. Aber Mark Henry konnte das mit dem Atomic Drop. Und dann der STO hinterher auch noch. Schöne Kombi. Aber wann kann der erste Finisher gezeigt werden? Wir nähern uns der 8-Minuten-Marke. Ich habe ja auf episch gestellt, damit das Match immer ein bisschen länger wird. Und nicht so wie bei Cyber Sunday das erste Match Chris Jericho gegen CM Punk, was nach 10 Minuten einfach mal nach einem High Knee Kick schon beendet war. Oh, Sheamus, schöner Headbutt gegen Mark Henry. Das ist quasi ein Stahlkopf, trifft auf Stahlkopf. Ja, und jetzt greift er weiter die Beine an. Das ist natürlich eine super Taktik. Wenn Mark Henry sich nicht mehr auf dem Bein halten kann, ist er anfällig. Das hat schon der kleine Rey Mysterio gesagt, als er mal Kämpfe gegen The Big Show hatte. Ist dein Gegner größer als du, bringe ihn auf alle Viere. Weil dann sind sie langsam und unwendig. So, jetzt warte. Ich warte eigentlich nur darauf, dass entweder ein Finishers hagelt, dass wir dann wieder so ein Kickout sehen bei 3, also bei so bei 2,5. Oder dass sich hier irgendwer einmischt. Weil es wundert mich eigentlich wirklich, dass Randy Orton nicht hier ist. So, jetzt nimmt er. Er nimmt sich wieder das Bein. Also, ist ziemlich offensichtlich, was Sheamus vorhat. Ja, und dann wieder diese widerlichen Griffe ins Gesicht. Immer, das haben wir jetzt schon öfter gesehen. Aber das ist noch ziemlich ausgeglichen, das Match, würde ich eigentlich fast sagen. Sheamus zwar ein bisschen im Vorteil, aber das kann sich natürlich mit einer Aktion auch wieder ändern. Hebt ihn jetzt hoch auf sowas der Seil. Und das Side-Slam, Cyborg-Slam? Cyborg-Slam vom obersten Seil. Ja, das geht natürlich richtig rein, das haut richtig rein. Und wieder werden die Beine attackiert. Also ihr seht's, vielleicht sollte Sheamus einfach, was weiß ich, einen Sharpshooter ansetzen oder so. Und damit dann Mark Henry zur Aufgabe zwingen, weil die Beine von Mark Henry müssten ziemlich geschwächt sein mittlerweile. So, und dafür, dass es ein, sagen wir mal, ziemliches Heavyweight-Match ist, also Sheamus ist ja jetzt kein Klotz, aber Mark Henry, ist das Match schon ganz schön okay. Oh, jetzt wieder, diese Aufgabeaktion. Mark Henry, aber ich glaube nicht, dass er aufgeben muss. Sheamus gibt alles, aber Mark Henry kann überrollen und sich befreien. Und da ist wieder dieser Belly-to-Belly-Suplex einmal durch den halben Ring. Das kann doch irgendwo fast nicht sein. Und jetzt wird es wieder mit Gewalt gelöst. Schläge gegen den Kopf, Faustschläge, damit Mark Henry mürbe gemacht wird. Und das war gekontert. Mit einem schönen... Aber was war das? Power Slam?
Jetzt Irish Whip in die Ringecke. Was hat Mark Henry vor? Oh, da wollte er ihn mit seiner ganzen Masse anspringen, aber Sheamus kann mit dem Big Boot sich da rausretten. Ja, Sheamus, der kann immer wieder aus den Aktionen von Mark Henry rauskommen. Kniestoß, ja. Und Mark Henry, ja, der ist jetzt schon ein bisschen mehr geschwächt, glaube ich, als Sheamus. Also wenn Sheamus das jetzt noch ein bisschen ordentlich angeht und vielleicht noch zwei, drei harte Aktionen zeigt und dann noch den Bro-Kick, dann sollte es das sein, da wollte er den Clothesline zeigen und wird wieder mit dem Power-Slam ausgekontert. Gutes Match bisher. Ist noch nicht das Beste, was wir jemals gesehen haben an Matches. Da hatten wir auf jeden Fall schon bessere. Aber das ist auf jeden Fall ein klasse Match schon. Also ein gutes, sagen wir mal so, ein gutes. Eine gute 3+. Ich warte einfach nur, ob Sheamus einen seiner Finisher zeigen kann oder ob er ihn einfach durch ganz viele Aktionen mürbe macht. Das ist die Frage. Headset verrutscht hier vollkommen, so. Oh, wieder dieser Schulterblock. Also Mark Henry kämpft zurück, aber Sheamus ist auch immer wieder direkt auf den Beinen. Also so super sieht das hier nicht für Mark Henry aus. Ich hätte es ihm ja gegönnt, Hauptherausforderer zu werden, aber dafür muss er halt was leisten. Ja, und jetzt wieder diese Griffe in die Augen. Kopfnuss, einfach so. Komm, Henry, zeig was. Irgendwie habe ich gerade Sympathie mit Mark Henry. Ich weiß gar nicht, wieso. Ja, Sheamus rollt ihn jetzt über und zeigt wieder diese Aufgabeaktion. Kann Mark Henry da noch rauskommen? Oder muss er jetzt mal aufgeben? Nee, kommt direkt wieder raus. Sehr gut. Ja, ich habe gerade eine Sympathie mit Mark Henry. Dem würde ich den Sieg jetzt wirklich gönnen. Schließlich hatte Sheamus schon sein Titelmatch. Hätte ja verteidigen können. Und Mark Henry ist vielleicht noch eine größere Gefahr für Randy Orton. Und das habe ich eben gesagt. Jetzt kommt diese Scharfshooter-Aktion von Sheamus. Er muss Mark Henry eigentlich nur vom Seil festhalten, aber der kann direkt ins Seil greifen. Sonst hätte das wirklich entscheidend sein können, weil wir haben ja die ganzen Aktionen gegen die Beine schon gesehen. Und da kommt wieder der Schulterblock. Oh, das hätte es wirklich sein können. Und wieder dieser Power Slam. Und jetzt Mark Henry mit den Faustschlägen. Der will sich hier zurückkämpfen. Wann kann Mark Henry vielleicht mal seinen Finisher zeigen? Seinen World Strongest Slam. Also wirklich dieser Sharpshooter von gerade hätte es sein können. Headbutt, das ist natürlich geile Aktion. Ja, und der macht jetzt genauso. Boston Grab, aber natürlich direkt im Seil. Das war nicht so intelligent gemacht. Aber ich glaube, wenn Sheamus wirklich nochmal diesen Sharpshooter in der Mitte des Rings einrasten lässt, dann war es das für Mark Henry, weil wir haben so viele Aktionen gegen die Beine gesehen. Dann könnte Mark Henry abtappen. Aber wir warten mal, bis wir den ersten Finisher sehen, weil dann wird es wirklich heiß. Dann kommt die ganz heiße Phase. Und Mark Henry, der verlässt jetzt erstmal den Ring. Hat er keinen Bock mehr, oder was? Ja, jetzt geht's draußen weiter und jetzt zeigt er den Schulterblock auf dem Hallenboden. Uiuiui, also das hat auf jeden Fall gescheppert. Test of Strange. Wer hat denn bei den beiden mehr Kraft? Ja, das muss Mark Henry sein, das habe ich mir fast gedacht. Und jetzt soll es auch zurück in den Ring gehen. Oder nimmt er denn sich nochmal und wirkt ihn so auf der Ringkante? Auf dem Apron. Ah, Mark Henry, pass auf da, sonst wirst du da gleich runtergehauen. Ja, und da Power Slam von Sheamus. Jetzt kann der auch kontern. Jetzt geht's hin und her. Wir sind bei 2. Leute, geht zurück in den Ring. Henry ist schon wieder drin. Sheamus auch, jawohl. Mark Henry kann kontern. Nimmt er jetzt Anlauf? Nö, jetzt geht er an der anderen Seite aus dem Ring raus. Was hat Mark Henry vor? Sheamus jetzt wieder am Drücker und der Clothesline geht durch. Und jetzt wieder dieser Aufgabegriff. Muss Mark Henry jetzt beim dritten Versuch abtappen? Ich bin mir da nicht sicher, ob er rauskommt. Doch, er kommt raus. Mark Henry, Test of Strength, das ist doch dein Ding. Ja, schafft er. Aber Sheamus kommt immer wieder raus, immer wieder raus. Und jetzt geht's wieder in die Ringrecke für Mark Henry. Was hat Sheamus vor? Ja, Mark Henry kann kontern, sehr schön. Komm Junge, zeig mir Aktion, STO. Sehr, sehr gut. Viertelstunde Match jetzt was, also die Folge zumindest. Komm Junge, Mark Henry, zeig was.
Aber Sheamus wieder, jetzt wirft er... Ne, ich dachte, er wirft mal Henry raus, aber er kommt mit der Kopfnuss. Und das ist wieder der Sharpshooter, aber wieder direkt am Seil. Sheamus, du, damit tust du doch keinen Gefallen und es ist wieder Rollbreak. Er muss diesen Sharpshooter einfach mal mitten im Ring zeigen. Dann hätte er, glaube ich, sogar gewonnen. Und wieder Angriff gegen die Beine. Sheamus zeigt den Sharpshooter woanders, dann hast du den Sieg. Elbow Drop. Mark Henry jetzt aber wieder am Drücker. Wirft Sheamus über das oberste Seil, der kann sich festhalten. Oh, und dann aber so eine Stunner-Aktion von Mark Henry und Sheamus landet erstmal draußen. Und jetzt geht's nach draußen. Die beiden draußen, das kann eine totale Zerstörung geben. Geht's zurück in den Ring. Mark Henry, komm. Ich habe irgendwie echt gerade Bock, dass Mark Henry gewinnt und Mark Henry gegen Randy Orton zu sehen. Bei Money in the Bank. Aber wir werden sehen, wie der Elbow Drop von Sheamus. Also, das ist ziemlich ausgeglichen, würde ich fast sagen. Der Finisher entscheidet es. Egal, wer ihn zeigt, der andere wird da nicht mehr aufstehen, glaube ich. Und wieder STO. Running STO. Und jetzt kommen wieder die Schläge auf den Kopf. Er will Sheamus einfach komplett zerstören. Und ich warte eigentlich nur auf den World Strongest Slam. So, jetzt wieder in die Ringecke, komm. Oh, hebt ihn hoch. Was will Mark Henry denn vom obersten Seil zeigen? Eine Suplex-Aktion. Suplex von Mark Henry gegen Sheamus. Uiuiui. Das war ein Aufprall. Der muss wehgetan haben. Und jetzt ist Mark Henry doch wieder ein bisschen... Ist er im Vorteil? Ich weiß es nicht ganz. Wahrscheinlich immer noch relativ ausgeglichen. So, wieder in die Ringecke. Was hat Mark Henry jetzt vor? Ah, jetzt kann Sheamus aber wieder kontern. Zweimal hintereinander dieselbe Aktion. Wahrscheinlich nicht möglich. Wer kann jetzt hier mal die entscheidende oder eine Richtung Ende bringende Aktion zeigen? Wer kann sie bringen? Wieder Elbow Drop von Sheamus. Aber ob das so viel bringt, weiß ich ja nicht. Aber Mark Henry liegt auf jeden Fall schon länger still im Ring immer. Also der ist angeschlagen. Und geht jetzt auch wieder raus. Also was wollen die hier außerhalb? Es gibt wieder... Ah, jetzt geht's direkt wieder zurück. Aber Mark Henry steht auf dem... Oh, auf dem Ringrand. Wenn Sheamus da im richtigen Moment den Bro-Kick zeigt, fliegt Mark Henry da runter und liegt K.O. draußen auf der Ringmatte. Ah, Mark Henry kommt von hinten und zeigt diesen... Ja, was ist das? Swinging Back Suplex? Und jetzt geht der auch auf die Beine von Sheamus. Jetzt hat er scheinbar dieselbe Taktik seines Gegners angewandt. Sheamus zeigt auch einen Back Suplex, richtig gut gemacht. Und das bringt natürlich alles Schaden bei Mark Henry. Ein bisschen fitter könnte Sheamus noch sein. Bisschen aber nur. Wieder Irish Whip in die Ringecke. Oh, und dann ein Crossbody von Mark Henry in der Ringecke. Das muss natürlich was bringen. Also wenn dieser Koloss, dieses Schwergewicht da auf einen drauf prasselt, das muss ja wehtun. Und dann im Rücken diese Ringecke, das muss einfach wehgetan haben. Ellbogenstöße ins Gesicht. Henry jetzt, der feuert ja hier richtige Salven ab. Wieder in die Ringecke. Was hat der denn vor? Ah, wird wieder ausgekontert. Ah, wird ausgekontert. Und Sheamus setzt wirklich zum High Cross an. Er hat ihn sogar oben. Und das ist das High Cross. Und das muss eigentlich das Ende sein. Sheamus wird neuer Hauptherausforderer. One, two. Was? Mark Henry kommt bei zwei raus. Bei zwei kommt Mark Henry raus. Wie krass ist das denn? High Cross. Erstens mal, dass Sheamus das zeigen kann. Und zweitens, Mark Henry kommt bei zweieinhalb so circa raus, wie ich es eben gesagt habe. Dieses Match ist so spannend. Also das wird ja richtig gut hier Richtung Ende. High Cross und Mark Henry kommt einfach aus dem Cover raus. Bei zwei. Sheamus hat sich wahrscheinlich schon wieder Sieger gefühlt. Und jetzt wieder Boston Grab, aber direkt an den Seilen. Warum machen die das? Geht doch ein Stück in den Ring rein. Sheamus nimmt jetzt Mark Henry hoch, Power Slam und donnert den einfach mal auf die Ringmatte. Aber Mark Henry kann kontern. Junge, komm. Zeig den World Strongest Slam. Vielleicht reicht das. Ja, Throwback von Sheamus. Es ist wirklich spannend. Wer jetzt die nächste geile Aktion zeigt, könnte gewinnen. Natürlich Mark Henry jetzt auf jeden Fall im Nachteil. Er hat das High Cross eingesteckt. Es war wahrscheinlich nur noch ein Zucken, was da war bei dem Cover, dass er da überhaupt noch rauskam.
Ah, Sheamus, der zermürbt ihn jetzt. Und McHenry, dem geht's, glaube ich, gar nicht mehr gut. Ah, er kann kontern und zeigt den Bearhug. Und Sheamus ist ein Stück weg vom Seil. Bearhug, das kann die Entscheidung sein. Sheamus, muss der abtappen? Nein, er kontert das Ganze mit einem DDT. Ja, was ist denn hier los? Er kontert das Ganze einfach aus mit dem DDT und McHenry haut dann einfach einen Running STO nochmal hinterher. Und jetzt will McHenry scheinbar mal zum Cover ansetzen. Und er versucht's. One. Ja, aber doch, der kommt schon bei One raus. Also da fehlt auf jeden Fall der W World S S. Der WSS fehlt noch. Wieder STO. Das ist echt ein gutes Match geworden. Und jetzt Aufgabegriff. Kann's das sein? Jetzt versucht McHenry das Ganze. Muss Sheamus abklopfen. Nee, kann sich auch rausbefreien. Also die beiden wollen beide aus Verrecken nicht verlieren. Jeder von den beiden will endlich mal wieder World Champion werden. Also Sheamus endlich mal wieder ist gut. Er will wieder Champion werden. Randy Orton, der wird wahrscheinlich Backstage stehen und das Ganze sich hier richtig mit einem schmunzelnden Gesicht ansehen, weil die machen sich hier beide gerade richtig K.O. Stellt euch mal vor, beide sind danach ein bisschen verletzt. Dann hat Randy Orton natürlich ein leichtes Spiel gegen den Sieger dieses Matches. Und wir sind schon bei 21 Minuten, Leute. Also das wird auf jeden Fall nicht mehr lang dauern, glaube ich. So, Henry jetzt mit dieser Clothesline. Und die reißt Sheamus ja fast den Kopf ab. Und jetzt werden wieder die Arme attackiert. Jetzt attackiert er wieder alles. Und jetzt ja Schläge auf den Kopf. McHenry muss den World Strongest Slam zeigen. Dann hat er eine Chance, das Ganze hier für sich zu entscheiden. Aber natürlich, Sheamus, der braucht auch nur noch eine richtig geile Aktion. Dann ist es vorbei. Weil McHenry, der ist nicht mehr wirklich fit. Der hat das High Cross eingesteckt. Da kann nicht mehr viel kommen von ihm. Jetzt geht's wieder in die Ringecke. Und Schläge in den Rücken. Ja, aber Sheamus kommt da auch immer noch raus. Also Sheamus geht's in dem Hinsicht noch gut. Back Suplex gegen McHenry von Sheamus. Also German Suplex. Und jetzt will Sheamus den Bro-Kick zeigen. Will er den Bro-Kick zeigen oder wieder das High Cross? Also das wäre ja widerlich, wenn das wieder das High Cross gäbe. Und jetzt setzt er wieder diesen Aufgabegriff an. Also das Match ist echt krass, richtig gut. Muss Sheamus aufgeben? Nee, muss er nicht. Kann wieder kontern. Und wir wissen, er wollte gerade den Bro-Kick zeigen. Ja, was macht er denn? Geht jetzt hinter McHenry und greift wieder die Beine an. Greift wieder die Beine an. So kennen wir's. Und Shoulderblock von McHenry. Sheamus, komm. Oh, einer von beiden kann es jetzt entscheiden. Dieser Power Slam. Wann kann Sheamus jetzt seinen Bro-Kick oder seinen High Cross zeigen? Ah, da kommt er. Ah, ich dachte, er zeigt den Bro-Kick, aber nein, er zeigt den Belly-to-Belly mal wieder. Aber McHenry kann wieder kontern. Ah, Sheamus kontert. Wann kommt? Ah, jetzt setzt er wieder die Beine an. Ich bin hier ganz nervös und greift wieder die Beine an. Sheamus, komm, zeigt den Sharpshooter, dann ist es vorbei. Ah, nee, McHenry. Ja, greift wieder in die Augen des Gegners. Der will ja mit allen Mitteln der Welt gewinnen. Wir nähern uns schon der 25-Minuten-Marke. Was ein Main-Event bei SmackDown. Headbutt. Es wundert mich eigentlich, dass McHenry noch immer keinen World Strongest Slam zeigen kann. Wundert mich wirklich. Jetzt wird das hier wirklich ein Zermürbungskampf. Mir fehlen die Worte. Headbutt an den Hinterkopf. Komm, McHenry. Und er zeigt wieder diese Aktion. Zum dritten Mal, glaube ich, jetzt auch. Aber ich glaube nicht, dass Sheamus da raus. Ja doch, der kommt wieder raus. Er kommt einfach wieder raus. Und ich hab Schluck auf. So, Sheamus Schläge. McHenry nimmt ihn in den Griff. Schickt ihn nicht in die Seile. Zeigt wieder eine Kopfnuss. Und jetzt greift er wieder die Arme an. Also ich habe das Gefühl, der einer da. Oh, Cover! One! Aber nur bis One. Also Sheamus ist noch fit, das sehen wir. Es fehlt einfach der World Strongest Slam. Ich habe das Gefühl, einer der beiden wird, also der Verlierer dieses Matches, wird nach dem Match mit dem Krankenwagen abgeholt. So, Aufgabegriff. McHenry ist geschwächt, das kann es durchaus sein. Aber McHenry kommt auch wieder raus. Was ist das denn für ein verrücktes Match? Die kriegen sich beide nicht besiegt einfach.
Und mittlerweile glaube ich fast, dass wenn der World Strongest Slam kommt, es auch noch nicht das Ende ist. Die sind einfach beide super gut drauf. Power Slam. Jetzt haben wir 25 Minuten erreicht, übrigens. Und jetzt setzt er wieder diesen Submission Hold an zum vierten Mal. Das ist kein Submission Match, Leute. Kann Sheamus da rauskommen? Ich schätze ja mal fast wieder ja. Ja, kommt da wieder raus. Sheamus kommt einfach aus allem raus. Komm, Test of Strength. Wer hat noch mehr Power nach 25 Minuten? Immer noch mal kennen wir. Das kann doch fast nicht sein. Sheamus, Back Suplex Ansatz. Ja, Swinging Back Suplex. Sheamus fasst sich aber auch schon an den Kopf. Und da ist es endlich. Da ist der Sharpshooter. Und das ist jetzt ein bisschen weiter weg vom Seil. Das kann es sein. Sheamus zieht dran. Der Referee sitzt im Weg. Was ist das denn hier für ein Screwjob? Aber Mark Henry, der kommt da wieder raus. Leute, vergesst alle meine Prognosen. Ich habe gedacht, das könnte sein. Und jetzt, der World Strongest Slam. World Strongest Slam. Und das kann jetzt das Ende sein. Mark Henry, pin ihn doch einfach. Ist es das? One, two, three. Das ist unglaublich. Mark Henry ist neuer Hauptherausforderer auf Randy Orton's World Title. Was für ein verrückter... Und da ist Wade Barrett. Was will denn Wade Barrett hier? Ach du Jemini. Mark Henry ist neuer Hauptherausforderer. Er hat den High Cross eingesteckt und zeigt dann den World Strongest Slam und dann hat Sheamus verloren. Was eine unglaubliche Smackdown-Ausgabe in generell. Ich verabschiede mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich schätze mal, das hat euch gefallen. Haut da rein. Tschüss.